Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge, ne? Ja, oder besser gesagt zur nächsten Folge, weil es immer noch eine Aufnahmesession ist, aber ich jetzt hier tatsächlich eine Dreiviertelstunde dran gesessen habe, bis endlich mal der Monoblock in sein Nest gerannt ist. Ich habe 5 Anläufe gebraucht. Ich habe gesagt, ich mache den, dass ich das Ei hole. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder aufwacht in seinem Nest. Weil ich wollte definitiv sein Ei haben. Ich habe auch keine Schallbomben mehr. Und muss einfach sagen, dieser Tunnelangriff von ihm tut massiv weh. So, ich habe beide Findersachen drauf. Ein stinknormales Ei nehme ich nicht mit. Ich will aber eigentlich... Okay. Ich probiere nur noch einmal, wenn danach auch noch mal ein gutes nur kommt, nehme ich das. Ja. Die Tour habe ich mir selbst vermasselt. Vom Monobloss hole ich mir erst dann wieder ein Ei, wenn ich irgendwie... hier diese Nestfähigkeit noch mal weiter ausgebaut habe. Weil mit nur 55% ist es echt zum Kotzen, überhaupt ein Ei von denen kriegen zu wollen. Ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, dass die Rettein die Nestbaufähigkeit hat. Das wäre einfach typisch für sie. Weil bei jedem Monster Hunter Spiel, wenn du auch nur ansatzweise daran denkst, ein Ei aus dem Nest zu klauen. Also ein Weifern-Ei mitzunehmen. Die jagt dich über die ganze Map. Also, wenn die Nestbaufähigkeit nicht hat, ne, dann weiß ich auch nicht. So, wie gesagt, ich will definitiv ein Monobloss. Der Rest interessiert mich einen Dreck. Und bin gespannt, wie ein Baby-Monobloss auch aussieht, um ehrlich zu sein. Geht so. Ja, das ist ein absoluter Billo. Ich hätte das andere nehmen sollen. Ich versuche sonst offscreen, wenn ich eh am Grinden bin, dann jag ich halt nur den Monobloss und hoffe einfach aufs Beste. Kann ich mir eigentlich irgendwie eine Waffe oder eine Rüstung von dem jetzt machen? Ich muss den eh noch in mein Team packen. Karmesinknüppel. Nein, da wird noch von irgendwas anderem was gebraucht. Mit der Rüstung verhält es sich wahrscheinlich genauso. Auch wenn die richtig viel Abwehr hat. Material 2 ist Cephalos. Das ist ein Wüstenvieh. Habe ich safe nicht. Aber es hat verdammt gute Techniken. Und die wahrscheinlich genauso. Und hier ist es Hermit Tower. Aber vom Petsukapra konnte ich gerade was machen, habe ich gesehen. Ist aber tatsächlich nicht so gut. Obwohl hier, der Bogen, der könnte was. Der könnte was gut herhalten. Müsste ich aber auch ein paar Tetsukabras erstmal töten, weil ich habe ja hier den einen Bogen hier noch. Also ich könnte echt einen Bogen direkt mal gebrauchen. Vor allem Perforieren ist besser als dieser Schnellschuss. Bringt die Tetsu-Rüstung eigentlich auch irgendwas? Nee, die ist eine Kacke. Nur die Waffe ist... Die hat vom Prinzip eigentlich auch Gift drauf. Ist nur halt perforieren. Und allein mit einem Upgrade ist es schon so gut wie das andere. Ich kann es mir sogar leisten. Eigentlich. Ich habe nur nicht genügend Geld. Einen Moment. Dann nehme ich direkt den Tetsu-Bogen mit. Waffe verkaufen. Ja komm, wenn ich das tausche, den Hunentaubter nutze ich eh nicht mehr. Thank you. Kann ich es direkt aufbessern. So, blühender Bogen, Dämonenhelmbogen. Welcome. Ich muss halt upgraden. Warte, den alten Bogen verkaufe ich noch. Soweit denke ich noch. 9000 habe ich, damit kann ich mir definitiv leisten.
Gut, dass ich den langen Kutko auch so oft umbringen musste. Ja, und wenn ich ein, zwei Tetsukabras nochmal umbringe, kann ich den sogar direkt nochmal verbessern. Was brauche ich denn als zweites? Doch bei beiden Waffen Giangaroga-Material. Und bei der Rüstung, die ich gerade habe, ja auch Giangaroga. Also der müsste jetzt eigentlich so langsam kommen. Thank you. So, ich gehe mal wieder auf Findergebet und dann sehen wir uns jetzt wieder in der Ebene da. So, ich bin jetzt hier. Ich habe gerade gesehen, der Monobloss hat die Fähigkeit Tunnel graben und brüllen. Sehr praktisch, das Vieh, muss man einfach sagen. Und der ist jetzt schon eigentlich fast so stark wie mein Bulle gewesen. Also wie mein Bulldrom. Weil dann deswegen ist er schon recht praktisch. Der wird jetzt noch ein paar Level aufsteigen, ne? Während wir hier auf Quest sind. Aber ich werde offscreen wahrscheinlich eh noch versuchen, einen besseren zu kriegen. Ja, ich mache einfach den 1, wo damit der Monobloss stärker ist. Wir sehen uns danach. So Leute, 1 Bau abgeschlossen. Den Monobloss ein bisschen dabei trainiert. Ja. Und am Ende ein Arzuros Ei bekommen. Also nichts Besonderes. Ja, die getarnten Felsen, die haben kein Moos. Also, der Basarius. Ja, kein Moos an sich dran. Guck, weil das hier ist zum Beispiel ein richtiger Stein. Der hat Moos an sich dran kleben. Ich gehe einmal kurz da hoch. Da ist ein blauer Gian Kutku. Oh, was ist das denn? Ich kann hier Tunnel graben. Ah, da portet man sich. Und ein bisschen Verteidigung habe ich dadurch mehr. Bis ich diese Nährmittel nicht mal benutzen kann, nutze ich die voraussichtlich bei mir. Macht einfach am meisten Sinn. Weil ich bin, wie gesagt, das Einzige, was ich niemals in diesem Spiel wechseln wird. So, da kann ich auch einmal mich durchgraben. Hier ist aber leider nichts Besonderes. Nur Steinchen und Beeren. Entschuldigung, Knoblauch. So, das ist, glaube ich, die Stelle. Ja, überspringen kurz. Und so, hab den Kampf übersprungen. Oder besser gesagt, ich bin einfach direkt geflüchtet. Weil ich keinen Bock drauf hatte. Keine Ahnung, wo ich hier hinkomme. Hier ist abgesperrt. Dann gehen wir jetzt mal den Hauptweg. So wie das Spiel es eigentlich auch will. Gamer müssen halt immer erst erkunden. Vor allem Let's Player. Da, da ist das Scheißvieh. Da sitzt der Basarius. Den meine ich nicht. Den hatte ich gemeint. Wurden überrascht. Nein. Das klang jetzt nicht so überzeugend. Ja, ich weiß, bei dir funktioniert eh nur der Hammer. Eigentlich muss ich auch hier auf den Nutrof gehen. Mittlerweile mal tatsächlich Level 13 ist. Also die Viecher holen echt schnell auf. Na dann, Attacke! Doppelangriff! Mal wieder überhaupt keinen Schaden machen.
glaube, ich kann einfach drauf und er wird eh wieder flüchten. Gehe ich mal von aus. Ja, schön, dass der Donneraffe weniger hat, aber ich habe nicht ein einziges Donnerviech. Schweige denn eine Donnerwaffe. Oh, der will vergiften. Oh, vergiftet hier niemanden. Aber du wirst dich wunderbar in meinem Team machen, sobald du drin bist. Wem würde ich überhaupt dafür ausschmeißen eigentlich? Obwohl, wahrscheinlich hole ich dich doch nicht ins Team, weil du bist recht langsam. Auch wenn du viel aushältst, bist ein guter Tank wahrscheinlich, aber... Du wirst immer als letztes angreifen. Das ist eine sehr gute Frage. Er ist fett und schwer. Wie kann er so schnell rennen? Das ist ein Mysterium, das nie gelöst wird. So, da vorne gibt es eine Kiste. Die nehme ich mit. Irgendwo hier. Ach so, die ist da oben drauf. Ich werde auf dem Rückweg auch nochmal den Monobloss bekämpfen. Mach ich aber offscreen. Gönn dir du ruhig deinen Honig. Ich störe dich nicht, keine Sorge. Du darfst den genießen. Da unten ist noch eine Kiste, die hole ich mir eben. Ich kann eh einen Scheiß auf die geben. Also die Fähigkeit Tunnelgraben hätte ich so oder so gebraucht, offenbar. Ich glaube, hier in der Gegend kann das nur der Monobloss. Obwohl, vielleicht kann der Basarios das auch. Ja, einmal kurz zu schwinden. Du musst ihn hier aufmachen. Mach gleich beide kaputt. Klein Pissnick. So, ich habe sogar direkt den Weg noch hier hoch übersprungen. Zornschlag. Was ist denn Zornschlag? Also ich werde es wahrscheinlich eh nicht nutzen, weil... Obwohl, Nisten, dann nutze ich nur, wenn ich es auch wirklich nutzen will. Das ist für den Hammer nützlich. Also eigentlich praktisch, wenn ich mit dem Hammer mal kämpfen muss. Ich hole mir jetzt noch die Kiste und dann gehen wir dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Weg. Da ist ein Tetsukapa, den mache ich tatsächlich eben kurz fertig wegen der Waffe. So Leute, die Kiste habe ich euch auch direkt übersprungen. Da war nur ein Lebenspulver drin. Ich darf jetzt hier wahrscheinlich den Basarios raussuchen. Aber ich sehe doch sofort, welcher der Basarios ist. Du kannst mich nicht täuschen. Du bist es, eindeutig. Du bist das einzige Etwas hier, was nicht Moos an sich hat. An sich dran hat. Ich muss noch gucken, dass ich den Tigrex auch noch bekämpfe. So, jetzt entkommt der nicht, ne? Ja, jetzt hat er auch die ganzen Körperteile. Warte, ich muss den Monoblock noch austauschen. Der bringt über den Kampf nicht so viel. Oh. So, einmal zum Königslotruf wechseln, weil der hat definitiv eine Wasserschwäche. So, mach ruhig den Aquaschuss. Die durch auf den Bauch. Habe ich eh schon alles freigelegt. So, Schweif und Flügel muss ich einmal noch mit dem Schwert treffen. Ich will diese Liste halt auch immer voll haben. Ich denke mal, der erste Basarius wird mich keiner eingeben. Deswegen gehe ich danach direkt noch auf einen zweiten. Ich will zumindest alle Viecher einmal gesammelt haben. Oh, ich habe drei Fassbomben gerade sogar geschenkt gekriegt. Ey.
ihr? Wenn, nutzt das. Ladungstackling brauche ich eigentlich gar nicht einsetzen, weil ich die Waffe jetzt eh wechseln will. Das Schwert hat auch an keinem Körperteil irgendwie Schaden gemacht. Du hier. So, jetzt gehe ich auf den Bogen. Zum einen, weil ich ihn damit auch einmal vergiften kann. So, welchen Körperteil greife ich denn zuerst an? Den Flügel. Kann sein, dass ich die Liste erst im zweiten Kampf vollkriege. Weil der Flügel kaputt gehen kann. Jetzt kann der Lothar auf meine Wegen auch machen, was er will. Obwohl, einmal, dann habe ich es definitiv. Also dieses Vierfach-Stack von der Fähigkeit. Falls sich irgendwer fragt, was ich gerade meine. Nur weil Schweif hat es gezogen. Oh, ich habe die Oh, neuer Kampf, ein Atemkampf. Kreisen, 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 kreisen. Pam. Das war geil, oh. Habe ich den Angriff vom Königslutorf schon gezeigt? Also wenn nicht, kann ich das eben machen. So, hier kommt die Bindungsfähigkeit vom Königslutorf auf den Bauch. Der Saito-Spritzer. Hat richtig viele Debuffs gegeben. So, es fehlt nur noch ein Körperteil beim Bogen. Danach gehe ich auf den Hammer und hau direkt auf den Flügel drauf, bevor der kaputt ist. Bei der Hammer ist hier in dem Kampf so oder so die allerbeste Option. Ich nutze, nachdem ich mit dem Hammer auf den Flügel gehauen habe, auch mal eine Fassbombe. Das einzige Problem ist, mein Hammer ist ein Kutku-Hammer. Und das ist Feuer gegen Feuer. Das funktioniert nicht so gut. So, ich habe jetzt die Chance, dass sich bei mir zwei Balken direkt auf einmal füllen, auch wenn ich nichts getan habe. Also jetzt nicht unbedingt einen guten gemacht habe. Und jetzt Fassbombe. Wo bist du? Da. Auf den Bauch. Ich habe es kaputt gemacht. Die Flügel wurden direkt danach gebrochen. Oh, es ist sauer. Es war vorher Technik, also gehe ich jetzt auf Technik. Ich gehe mal auf den Kopf einmal. Der macht ein Steinschild. War klar, dass das die Abwehr erhöht. Das zerstörte Körperteil ist jetzt gegen alles schwach. Also der Bauch. Macht du ruhig right on. So, jetzt noch einmal auf den Schweif, dann habe ich die Liste wenigstens voll. Oh, er macht auch jetzt Kraftangriffe. Ich finde den Angriff von Elvin und Schalk immer noch richtig geil. Okay, den Schweif gönne ich irgendwen anders, weil ich habe jetzt nicht wirklich Bock, die Waffe zu tauschen. Ich probiere es einfach mal. Bei der Sabbat. Ne, bei dem Kampf kann ich tatsächlich nicht mal nicht noch einen zweiten dafür nochmal jagen. Ich wollte ja eh den Monoblock auf dem Weg jetzt töten, also da kann ich auch gleichzeitig einen Basarios mitnehmen. Oh, Monoblock hat auch eine neue Technik gelernt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Basarios-Rüstung richtig viel Abwehr bringt und sogar nochmal die Abwehrfähigkeit hat hier. Verteidigung oder Schützer war das irgendwie. Ja, das war eigentlich ein recht einfacher Kampf. Navio, ich weiß nicht, was du hast. Der Kampf war nicht mal ansatzweise schwer. Na gut, ich habe auch vorher gegrindet, ne?
Ich bin 3 Level gegrindet. So, hier ist doch bestimmt noch ein zweiter. Einfach mal umschauen. Ob ich einen zweiten erspähe. Ansonsten muss ich ihn noch einmal hinkommen. Kann ja auch ab und zu grillen, vielleicht springt einer auf. Da oben war auf jeden Fall eine Kiste. Mit 3 Gegengift. Vielleicht ist sie auch erst beim zweiten Besuch ein weiterer Basarios. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn beim nächsten Versuch 2 Basarios hier rumgammeln statt einen. Da ist noch ein zweiter T-Rex. Ich krieg den definitiv noch nicht down. Der ist nämlich bestimmt stärker als der Monoplot. Ich werde es gar nicht erst versuchen. Ja, Leute. Ich versuche jetzt noch einmal den Monoplus. Und mache auch noch einen Basarios. Ich mache einen kurzen Skip bis zum Ende beider Kämpfe. Und ihr seht dann ja, ob ich ein Ei kriege oder nicht. So, Leute. Ich habe den Monoplus umgenietet. Ein Basarios war leider nicht da. Ich frag mich, warum nehme ich das Zeug eigentlich mit? Ich kann daraus momentan eh keine Rüstung machen. Ja. Und er ist direkt beim ersten Mal diesmal geflüchtet. Ich muss diesmal nicht 5 Anläufe machen. Und ich nehme jetzt auch das erstbeste Ei, was da liegt. Zumindest das erstbeste Gute. Dann kann ich nämlich den ja austauschen. Weil der hat nämlich echt gar keine Fähigkeiten drauf. Ist hier direkt das Ei? Ja. Ich habe keinen Bock auf die Yagis. Wenn ich ein tolles Ei kriege, nehme ich natürlich das. Das ist dann, wie gesagt, das Regenbogenfarbene. Das kriegt man aber wirklich selten. Nein, ich nehme kein Billo-Ei. So, ich habe ein gutes. Ab dafür. Ich riskiere es gar nicht erst. Das Regenbogenfarbene, das kriegt man einfach viel zu selten. Da will ich erst so eine Prozentchance von 50% mindestens haben, bevor ich versuche, auf toll zu gehen. Weil die sind so selten. Da habe ich mit dir mehr Glück. Ja, guck mal, der hat doch direkt 2 Fähigkeiten. Damit kann ich arbeiten. Das ist schon mal mehr, als er hier hat. Guck, der hat nur die Billo-Fähigkeit, das Brüllende und den Takedown. Das hätte er mit Level 20 gehabt. Einen Schallschlag. Man kann er sofort angreifen, also als erster. Und hier weicht er manchmal den Angriffen aus, was den Bindungsbalken erhöht. Also ich kann das definitiv mehr gebrauchen. Du kannst den ablösen, der war eh noch nicht so lange im Team. Außerdem ist da jetzt mal eine Sache, die unbedingt mal getan werden muss. So. Viecher, die bei mir sehr, sehr lange im Team bleiben werden, die kriegen einen Special-Namen. Wie zum Beispiel Sunny oder Sven ist ja auch richtig lange im Team gewesen. Der Königslutow, der kriegt jetzt hier auch noch von mir einen Namen. Ich überlege gerade. So. Dann habe ich Sven und Yannick im Team. Jetzt habe ich ein gutes Monoblossom-Team. Bei mir war das gerade richtig laut auf dem Ohr. Ich habe auch noch ein paar von diesen Kronkorken eingesammelt. Ich kann hier mal gucken, ob ich damit jetzt was Gutes herstellen kann. Ich muss auch noch die Basarius-Rüstung gucken. Mit dem Ältesten rede ich erst in der nächsten Folge. Aber dafür geht die hier schon viel zu lang. Dort die Stallung wollte ich erweitern. Okay. Könnt die Goldklumpen halt alle aufkaufen. Ist halt gut zum Verkaufen. Was gibt's denn überhaupt bei Rüstungen? Kerawache-Rüstung und die Arzt-Rüstung. Kann ich beides nicht gebrauchen. Bei Waffen. Ein Gipseros-Hammer. Den Rest kann ich auch hier nicht gebrauchen. Ja, da lohnen sich eigentlich nur Objekte, ne?
Gönn mir das Outfit. Die Frisuren müssen nicht sofort sein. Na, Viro kriegt einen Schal von mir. Und ansonsten kann ich mir nichts mehr leisten. Weil da kommt bestimmt noch irgendwann ein Eisgebiet. Bei jedem Monster Hunter gibt es ein Eisgebiet. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass es hier das nicht gibt. So. Ein paar Eier habe ich noch. Die kann man eigentlich wegwerfen, ne? Nur für den Fall, dass man wirklich Fähigkeiten übertragen kann, behalte ich das für den Leviathan. Weil ich habe nur ein Wassermonster. Nur für den Fall. Ich weiß nicht, ob es geht. Weil dieser Übergangsritus klingt halt danach, als ob man irgendwas übertragen kann. Und diese Stimulanze machen ja auch irgendwie den Eindruck, als ob man was übertragen kann. Weil sonst könnte man ja die Dinger nicht da freischalten. So, kann ich mir aus dem was herstellen? Ich kann mir aus dem das herstellen. Ich könnte mir einen neuen Hammer basteln. Kann ich mir sogar leisten. Und die Rüstung, die interessiert mich eigentlich. Der Teilezerstörer, mit dem kann ich gut Teile kaputt machen. Momentan kann ich aber nicht die Rüstung so wirklich gebrauchen. Ich nehme den Hammer, weil ich unbedingt einen neuen Hammer brauche. Mein Alter ist einfach viel zu schwach. Muss auch mal vergleichen, ob der jetzt besser ist. So, hier wartet Basarius Hieb. Der ist jetzt zurzeit zwar nur um einen schwächer, aber der hat drei Verteidigungen noch oben drauf. Und ich werde höchstwahrscheinlich noch Basarius jagen. Muss auch noch ein paar Lomo oder noch nebenbei jagen. Dann verbessere ich den Hammer aufs Maximum. Auf jeden Fall war es das dann jetzt für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.